So, einen schönen guten Nachmittag oder Abend oder wie auch immer. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig. Danke für das zahlreiche Erscheinen bei dem Wetter da. Das Thema heute ist Postgres. Gleich mal die Frage vorweg, wo sind die Postgres-User? Hands up. Ja, schon vernünftig. Wo sind die Nicht-Postgres-User? Gegencheck. Was verwenden die Ungläubigen da hinten? Informix. So alt hätte ich die gar nicht angeschaut. Informix-User, dass das noch gibt, ja. Sehr gut. Schön, wunderbar. Dann schönen guten Nachmittag. Kurz zu mir, wir sind cool, wir sind international, wir machen alles, ja. Belassen wir es dabei. So, bevor wir ins Thema Postgres, wir sind heute zu zweit, ich hoffe, es hat niemand eine Hundeallergie oder irgend sowas, aber mein Hundesitter ist heute nicht da, also sind wir heute zu zweit. Mein Freund Edgar und ich. Dr. Edgar Kott, sagt euch was, der Erfinder des relationalen Modells, daher der Name. So, Postgres-Performance-Tipps, die man so noch nicht gesehen hätte. Das sind so ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, reden wir mal über Dinge, die ein bisschen spannend sind. Also nicht nur mehr RAM macht alles schnell, mehr CPUs macht alles schnell, irgend sowas. Machen wir mal ein bisschen was auf einen Ort, der ein bisschen spannend ist, den man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Und da trifft sie vielleicht so ein Open-Source-Tag vielleicht besser als irgendeine komische Business-Konferenz. Schauen wir mal nach, was da alles so gibt. Also Ziel der Übung ist einfach, Dinge vielleicht zu finden, die eben über so Standard-Parameter-Dinge hinausgehen, also mehr RAM, mehr CPU, mehr besseres Filesystem oder so. Lassen wir das einmal alle weg, machen wir mal die wirklich coolen Sachen. Beginnen wir vielleicht mal ganz am Anfang, wenn eine Connection reinkommt. Ja? Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich habe da eine kleine Query gebaut. Die Query tut nichts anderes wie Select 1. Also wenn man oben schaut, Select 1. Und was ich jetzt mache, ist das Ganze gegen meinen Mac Mini knallen bei mir daheim im Büro. Und schauen wir mal, was rauskommt. Das heißt, ich sage jetzt mal PGBench, 10 gleichzeitige Connections. Für 20 Sekunden, 20 Threads, also 10 Threads fürs Benchmarking-Programm, machen wir mal 20 Sekunden lang Select 1. Ja? Und schauen wir mal, was rauskommt. Da kommen jetzt raus bei mir 100.000 irgendwas Transactions per Second. Ja? Das ist einmal das Ergebnis. Die Frage ist, wie können wir das tunen? Auf 200.000 die Sekunde. Genau. Der Kollege schaut schon sehr fragend. Ja. Geiler Scheiß, ja. Ja, das Localhost oben in der Connection. Seht ihr ganz hinten, über dem blauen Fenster steht Localhost, jetzt nimmer. Das ist die Latency von Localhost gegenüber einem lokalen Unix-Socket. Localhost ist nicht gratis, das ist eine IP-Verbindung. Ein Unix-Socket ist billiger. Ne? Das heißt, ihr merkt, dass solche Dinge wie Latency nicht gratis sind. Wir haben einen Support-Request gehabt von ein paar Amis. Warum sind wir halb so schnell wie bei MS SQL? Und die Antwort ist HA-Proxy. Das ist ein Hop mehr. Ja? Das ist alles. Es gibt kein Magic bei Select 1, da passiert nicht viel. Aber es ist ein Hop mehr. Und jetzt ist die Sache natürlich die. Du kannst jetzt in einem Taktzyklus zwei Zahlen addieren, aber du brauchst Millionen von Taktzyklen, um das übers Netzwerk zu schicken. Das heißt, das macht einen riesen Unterschied. Und darum oft, wie kann ich meine Cloud tunen? Gar nicht. Ja, schmeißt das Netzwerk dazwischen weg. Ja, also oft ist sozusagen das Performance-Problem ist manchmal nicht die Database oder der Service selber, manchmal ist einfach nur die Leitung. Ich formuliere es immer so, wenn du einen Brief nach China schickst, ist Blunzen wurscht, ob es zwei oder drei Seiten sind. Ne? Die Bandbreite von deinem Containerschiff ist nicht die Limitierung. Der Roundtrip ist dein Problem. Okay? Und das Gleiche hast du auch da. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du da ganz kleine Netzwerkgeschichten daneben hast, weißt du es. Ja? Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du eine Millisekunde Netzwerklatenz hast, kannst du 1000-mal Ping-Pong spielen. Ne? Mehr geht einfach nicht. Punkt. Und hast du keine Netzwerklatenz, kannst potenziell unendlich oft Ping-Pong spielen. Ne? Das heißt, klassisches Szenario,
kaum CPU, kaum Netzwerk, kaum RAM, kaum Disk-Durchsatz und alles alles langsam. Ne? Das ist immer Latenz oder Locking, irgend sowas. Aber man sieht da bereits den Unterschied, 100.000 gegen 200.000 und die Tuning-Maßnahme war Localhost wegwerfen. Also ein Netzwerk-Hop weniger. Jetzt kannst du ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn du da einen riesen Kubernetes-Stack dazwischen hast. Dann steht da nämlich nimmer, warte mal, ich suche jetzt einmal meine Lampe, warte mal, vielleicht kriege ich das hin. Dann steht da nämlich nimmer 0,04, dann steht da 3 Millisekunden. Das heißt 300 Requests die Sekunde über die Server Connections, das heißt 3 Millisekunden. Ansonsten heißt es 40.000 Requests über die Server Connection. Nur mal so ein Vergleich. Ne? Das ist reine Latenz. Ja. Wir haben einen Fall gehabt in Deutschland, da ist aufgrund der Latenz, die haben aufgetrennt ein lokales COBOL-Programm, ist am selben Host gelaufen wie die Database. Jetzt haben sie es in der neuen Architektur mit 10-facher Hardware auf 2 Rechner aufgeteilt, der Beschaffungsprozess ist kollabiert. Aufgrund der Roundtrips. Ja. Also so schlimm ist das. Ja. Da kannst du tunen, wie du willst, da kannst du nur das Kabel stutzen. Anders geht's nicht. Ja. Gut. Latency matters. Ich mache das jetzt ganz transparent, wirklich mit Localhost, weil das wirklich keiner im Verdacht hat, dass das einen Unterschied machen könnte. Aber jetzt stellt euch wirklich vor, was da passiert jetzt in die VMware und durch Localhost und in die VMware und dann durch irgendwelche anderen Stacks noch durch und Routing und Firewall und Deep Packet Inspection und so weiter. Dann ist die Database nicht mehr dein Problem. Gleich wie es Blunzen wurscht ist, ob du einen 15-seitigen oder einen 17-seitigen Vertrag nach China schickst. Das dauert genau gleich lang. Oder anders formuliert, es ist egal, wie groß dein Bauantrag ist, der Quassel am Amt schaut sich eh nicht an. Ja? Ja, also das kann man so ähnlich formulieren. Ja? Hört man da gewisse Missgunst gegenüber Behörden? Nein, gar nicht. Gar, nein, nein, nein. Ich habe aber einen Hund mit, falls einer da ist. Gut. So, das nächste ist, wie man quasi Daten speichern kann. No? Schauen wir, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe wieder ganz eine einfache Tabelle vorbereitet. Ja? Das ist wie beim Fernsehkochen, nicht schon alles fertig. Ne? Das heißt, da steht Waka, Int, Waka, Int, Waka, Int. Ja? Steht durchmischt. Dann fügen wir ein, was ist das, eine Million, 10 Millionen? 10 Millionen, oder? Genau, 10 Millionen Zeilen rein, bunt gemischt. No? Und es gibt mir eine Tabellengröße von 651 Megabyte. Was könnte man tun dagegen? Könnte die Datenstruktur sanieren. Also machen wir noch einmal vorher, nachher. Ne? Vorher bunt gemischt, Waka, Character, also variable Längen und fixe Längen bunt gemischt, jetzt schön sortiert. Hat man meine Tabelle von 650 auf 570 MB verkleinert. Und der Grund ist CPU-Alignment. Wenn du einen Integer hast, kann der nur vom Vielfachen von Integer beginnen. Also quasi on disk, ne? 4, 8, 12, etc. Ne? Das heißt, der Waka, der da dazwischen drin pappt, ist blöderweise so gemacht von der Länge, Vorführeffekt natürlich, dass sich das gerade so blöd ausgeht. Ja? Da ist A Byte Länge, dann sind wir bei 5, dann ist der Null-Terminator, sind wir bei 6, FN2, ne? Dass das nächste Integer anfangen kann. Und da ist der Platzunterschied sozusagen, wenn ich die Fixed Sizes vorn hinpacke, wird mir der Böhn kleiner. Das ist wurscht, wenn du jetzt 10 Einträge hast, ist vielleicht nicht ganz wurscht, wenn du 100 Milliarden Einträge hast. Also wenn du wirklich ein Maßen hast, wenn es wirklich schön liegt, kann das ein Viertel sein, was du einsparst. Das ist gratis, ja, sage ich jetzt einmal. Und wenn man noch ein bisschen gemeiner ist, überlegen wir sie jetzt, stell dir vor, du sagst Select Count Stern auf die letzte Spalten. Also du nimmst einen Datensatz und musst jetzt sozusagen den letzten Wert finden. Okay, plus 4, plus 4, plus 4, aha, Länge, plus da, ist eine Mutzerberechnung. Das heißt, die erste Spalten ist nicht gleich teuer wie die 300ste, wenn du darauf zugreifst. Das heißt, wenn man ganz extremistisch fundamentalistisch ist, ist in Österreich ja keiner. Ne? Dann machst du quasi die fixen Längen zuerst und innerhalb dieser Sortierung sortierst noch nach Wichtigkeit. Die wichtigen Fuhren, das spart dir dann ein bisschen Aufwand beim Durchpointern, wenn du quasi die Spalten suchst in der Zeile. Das wäre dann die ganz fundamentalistische Methode. Zahlt sie bei 1 Million Zeilen nicht aus, zahlt sie bei 5 Millionen Zeilen wahrscheinlich nicht aus, zahlt sie bei
50 Milliarden Zeilen wahrscheinlich schon aus. Nicht? Ich meine, es werden die dann alle fragen, ob du einen Klopfer hast, wenn sie die Datenstruktur sehen. Nicht? Nachname, Vorname, umgekehrt, warum? Nicht? Oder so Sachen. Nicht? Aber es kann schon ein bisschen einen Unterschied machen. Ja? Das sind so Kleinigkeiten. Also da habe ich zum Beispiel jetzt in meinem Lehrbeispiel 570 gegen 650. Das ist schon merkbar. Ja? Fragen dazu? Sagt keiner mehr was. Das kann Respekt vor dem Hund sein. Oder das? Ja, bitte, frag mal die Kollegin, die Hinterbänkler zuerst. Ja? Das bist du. Spalen wir die Nals. Zu den Nals komme ich gleich. Ja, die Frage ist, spalen wir mit den Nals was? Da komme ich gleich dazu. Ja? Irgendwer hat noch was gesagt? Nein, du kannst nicht der Böden nachschreiben. Nicht? Also das ist typisches Consulting-Geschäft. Nicht? Ich komme hin und sage, du hast es falsch gemacht. Nicht? Dann geht es mir einmal gut, du fühlst dich schlecht, dann ist in Österreich einmal alles geklärt. Nicht? Dem her, nicht? Und ich kriege einen Haufen Zeit, weil du es nicht richtig umgesetzt hast. Das ist ideal. Ja. Nächste Frage. Warum macht es Postgres nicht selber? Weil mir als Benutzer ist wurscht. Weil, wie man das Zeugs konzipiert hat, halt, ne? Die Reihenfolge, wie es das kriegst bei Stern, ist die Reihenfolge, wie es auf Disk steht. Es ist ein riesen Eingriff, das umzuändern. Ein Bekannter aus Chile arbeitet, glaube ich, gerade dran. Also, man versucht gerade sozusagen, die Speicherform von der Darstellungsform zu trennen. Ja, indem man im Systemkatalog sozusagen ein paar Sachen macht. Aber das ist noch nicht so weit. Also an sich müsste die Engine machen, bin völlig bei dir. Hat sonst noch wer eine Frage gehabt? Ich habe es vergessen, wie viel Hände da aufgesagt haben. Passt, dann machen wir weiter. Aber ist eine einfache Methode. Wie gesagt, macht euch keine Gedanken bei ein paar Millionen Einträge. Das ist wirklich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 100 Millionen, Milliarden Einträge hast, dann macht das einen Unterschied, ja. Oder wenn du bei AWS bist, dann sind das nämlich ungefähr 80.000 Euro, das du da sparst. Ja. So, aber man kann das Ganze noch eine Spur cooler machen. Da kommen wir jetzt auf deine Frage. Ich habe da oben eine Tabelle, da fügen wir ein paar Zufallswerte. Nicht? Und jetzt gebe ich da hinten quasi die Spalten dazu. Ja? Ich habe eine Tabelle, die small, die hat ein paar echte Einträge und dann gebe ich da hinten die Spalten dazu mit einem Alter Table. Hätte ich das nicht getan, also hätte ich wirklich oben schon die Spalten geschrieben, hätte ich auch 80 MB mehr gehabt. Warum ist das so? Wenn du eine Zeile schreibst, steht der Wert drin. Insert 0 steht 0 drin. Wenn ich aber sage, Alter Table, Spalten dazu, steht Default Null drin. Ne? Jetzt lese ich die Tabelle und habe auf der Disk 5 Spalten. Im Systemkatalog habe ich aber 7. Hinten. Ne? Da muss das Null sein. Das heißt, ich muss beim Alter Table an der Stelle, wenn ich weiß, das ist der Default-Wert, muss er den nicht schreiben. Weil ich mache jetzt Select Stern, sehe ich 7 Spalten, aber auf der Disk sind nur 5 und ich weiß, die letzten 2 fehlen auf der Disk. Nicht? Dann muss das entweder Null oder der Default-Wert sein. Okay? Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt sagen wir mal 100 Milliarden Zeilen lade und weiß, die letzten 4 Spalten sind entweder eine Konstante, 17, 34, minus 5, 0, irgend sowas, oder Null, kann ich mir einen Platz sparen, indem ich es nachher dazu gebe, nachdem die Zeilen schon geschrieben sind, weil ich quasi aus dem Systemkatalog den Wert ableiten kann. Und das ist jetzt ein Unterschied. Ob ich jetzt 400 Gig oder 340 Gig habe, macht schon einen Unterschied, wenn ich es lese. Nicht? Das heißt, ich benutze quasi die Eigenschaft von Alter Table, dass die Tabelle nicht neu geschrieben wird, dafür, dass ich Werte speichere, die gar nicht auf der Disk sind. Das geht natürlich nur, wenn das eine Konstante ist. Also 0, minus 7, 3 oder so. Das geht nicht, wenn ich jetzt da drin stehe, habe Default Now, weil das ändert sich dauernd. Ne? Das geht natürlich nicht. Aber es gibt ganz viele Datenbestände, wo ich weiß, 99% aller Fälle sind Null. Da kann sich sogar auszahlen, dass man das quasi Alter Table macht und die restlichen 0,3% updatet hinterher, um das Ding kleiner zu kriegen. Ja, das kann man auch machen.
Gibt es da Fragen dazu? Ja. Na, dann steht es drin. Also quasi, also sozusagen in dem Moment, wo du Insert machst, steht es drin. Er hat die Zeile geschrieben. Aber da habe ich die 100 Millionen oder 10 Millionen, wurscht, Millionen Zeilen schauen und mache nachher, das ist eine Sub-Second-Operation, die muss die Tabelle nicht angreifen. Die muss die Tabelle nur angreifen, wenn da zum Beispiel steht Default Random. Weil dann ist es nicht stabil, dann muss er es reinschreiben. Okay? Das ist stabil, 0 ist stabil in alle Ewigkeit. Ne? Dann geht es. Ja? Also es ist ein bisschen pfuschen. Nicht? Jeder wird sich fragen, Alter, was macht der da? Nicht? Aber es hat halt einen Grund. Nicht? Das ist dann die Magie des Ganzen. So, aber dann haben wir noch was. Wir können auch indizieren im Postgres. Das habe ich gelernt zu einer Zeit, wo wir noch nicht so viel Hardware gehabt haben wie jetzt. Ja, so random IOs so mit mechanischen Disken und so. Ja, da macht das schon einen Unterschied. Also ich habe eine Tabelle, die heißt E-Mail. Und jetzt sage ich, ich mache eine E-Mail-Adresse. Also ich mache einfach some wonderful long email ID at whatever really long is email. Nicht? Das heißt, ich baue mir einfach E-Mail 1, E-Mail 2, E-Mail 3, E-Mail 4. Generate Series kennt jeder, der Postgres Consultant ist und keiner, der kein Postgres Consultant ist. Generate Series macht eine Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wenn du 50 Millionen Zeilen brauchst, machst Select Stern from Generate Series 1 bis 50 Millionen und dann kriegst du eine Liste. Ja, ist total praktisch, wenn du jetzt mit 10 Milliarden Zeilen testen willst, das nicht hast, nicht? Dann macht man es einfach synthetisch. Und das ist der Weg dazu. Das heißt, da steht jetzt drinnen, some wonderful E-Mail 1, some wonderful E-Mail 2, some wonderful E-Mail 3. Das heißt, ich habe eine Tabelle mit 10 Millionen Einträgen, haufenweise E-Mail-Adressen drin. Okay? Relativ simpel. Das heißt, ich lege jetzt da einen Index an. Und der Index hat satte 825 MB. Warum? Relativ langer Wert. Der muss natürlich im Index drinstehen. Da steht natürlich drin ein Coil, tut in der Table. Ne? So funktioniert das ungefähr. Also so läuft das. Jetzt kann ich aber Folgendes machen. Jetzt kann ich sagen, okay, das geht sich im RAM nicht aus. Ich habe jetzt 16 Gig RAM, aber 18 Gig Daten. Das ist blöd. Ja? Weil habe ich das alles im RAM, habe ich eine Mörderbandbreite, muss ich auf die Disk raus, habe ich mindestens 2 Zehnerpotenzen weniger. Nicht? Also im RAM 100 Gig die Sekunde, kein Auftrag. Nicht? Auf der Disk 1 Gig die Sekunde, Riesenauftrag. Nicht? Plus die Latenz dazu. Das heißt, rechnen wir mal einfach. Sagen wir mal, RAM 100 Gig die Sekunde, Disk 1 Gig die Sekunde. Nur mal zum Rechnen. 1% daneben greifen ist so teuer, wie die restlichen 99%, die gut sind. Das heißt, der 1% daneben greifen kostet mich. Das heißt, wenn ich 2% Cash-Miss habe, 3% Cash-Miss habe, werde ich 2, 3, 4, 5 Mal langsamer. Das heißt nicht, oh, 90% alles gut. Nein, es können die 2% umbringen. Ich habe einen Fall gehabt jetzt in Bayern, da haben wir 2% Cash-Miss gehabt. Das waren 600 MB die Sekunden. Das du mal von der Disk holen musst. Ne? Wir haben ja eh 98% Cash-Hitrate, nicht? Der Support-Dienstleister aus Indien ist ganz glücklich, alles gut. Ja? Dann schaut einer ein, der wirklich denken kann. Nicht? Entschuldigung. Und sieht dann halt, dass das vielleicht doch ein Problem ist. Nicht? Weil 2% 100 Mal in die Arbeit gehst ums Eck, ist es halt billiger, wie wenn du einmal nach Shanghai musst. Ne? Das ist so. Das heißt, was man da machen kann an der Stelle ist, ich baue mir einen Index über eine Hashtext-Funktion. Die Hashtext-Funktion erzeugt mir einen gleich verteilten Integer-Wert. Der kommt raus, minus 17, plus 100.000, minus 290.000. Und das ist halt ein 4-Byte-Integer. Das ist ein murzlanger String. Und schon ist mein Index um 3/4 billiger. Und dann geht es halt vielleicht doch in RAM. Und dann geht es aus. Ja? Das kannst du natürlich nur machen, wenn du die Queries unter Kontrolle hast, weil du natürlich bei der Abfrage dann nicht sowas machen kannst, sondern sowas machen musst. Das geht nur, wenn du das Zeugs unter Kontrolle hast. Aber nur einmal, der billigste Index-Eintrag, B-Tree, Docking B-Tree, ja, ist 25 Byte,
25 Byte mal eine Milliarde ist viel. Ja? Das kann sich schon summieren dann. Ne? Dann hast du halt 100 Gig Indizes statt 400 Gig. Das ist dann halt RAM und nicht RAM. Ne? Aber du musst die Query unter Kontrolle haben. Und das ist natürlich Pfusch. Jeder Architekt, ja, wird dich natürlich schimpfen für sowas. Nicht? Aber er ist halt Architekt und befriedigt den Gott des Modells. Nicht? Ich hab's halt gern schnö. Nicht? Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schmutzig, aber es funktioniert. Okay? Es ist halt immer die Frage, wer ist dein Master? Nicht? Die Performance, die rauskommen soll, oder der abstrakte Gott des Modells, der befriedigt werden möchte. Nicht? Unterm Strich bin ich halt so ein Performance-Priester. Nicht? Kann jeder für sich halten. Bitte. Naja, die Hashtags-Funktion an der Stelle hat 4 Milliarden Ausprägungen. Ja, das ist nicht so viel, aber gelangt. Beim schlimmsten Fall kommen halt 3 raus und du musst nachfüttern. Ist in Summe immer billiger noch, als sozusagen nicht im RAM zu sein. CPU hast sicher mehr braucht jetzt. Aber die CPU kann man kaufen, Diskdurchsatz und Latenz nicht. Du kannst nicht sagen, ich brauche eine Leitung nach Shanghai, bitte dreifache Lichtgeschwindigkeit. Man kann schon anfragen, aber das geht halt dann nur im Marketingprospekt. Das ist dann eine Enterprise-Leitung. Ja. Oder wie es ein Batterienforscher kürzlich formuliert hat, erwartet keine technischen Durchbrüche jenseits der physikalischen Grenzen. Ob sie, na die Hashtags-Funktion, ob die Kollision sicher ist, nein. Das liefert einen Wert, eine Prüfsumme und that's it. Das ist eine ganz dämliche Funktion. Aber feel free, was Gescheiteres zu bauen. Nicht? Naja, unsichere Input, das sind 0815 E-Mail-Adressen und keiner in deinem im Rechenzentrum wird wissen, was du da aufführst. Nicht? Das ist tief in der. Du checkst das eh nur einmal. Ja, aber da muss schon jemand bösartig sein und E-Mail-Adressen generieren, die gleiche Prüfsumme haben. Ne? Das ist heute für unwahrscheinlich. Also wir haben das im Betrieb gehabt beim größeren Telefondienstleister. Und also es wären keine Ausreißer bekannt gewesen. Okay, sonstige Fragen? Vergessen hat noch was? Okay. Wie gesagt, ist ein Weg, das zu tun, Thema RAM. Ist mittlerweile nicht mehr so schlimm wie früher, war aber früher, also das hat Applikation gerettet. Ja. Nämlich nicht, oh, jetzt sind wir 10% schneller, sondern geht's noch oder geht's nimmer? Das ist eine andere Liga. So, dann gibt's was Cooles, Composite Data Types in Postgres. Ich finde das eigentlich immer ganz lustig, in jeder Programmiersprache, ja, hast du Strukturen, Objekte, Bäume, nicht? Nur in SQL hat dann alle mit Einzelwerte um und um. Ja? Eine Funktion hat 2 Parameter, einen Index und einen Text. Ne? Wird kein Mensch so programmieren. Ne? Wird jeder Objekte, Strukturen, Services, irgendwas machen. Ne? Das heißt, es gibt natürlich auch in SQL Composite Data Types. Ich kann sagen, create type as und dann halt irgendwelche Strukturen bauen halt. Ne? Ist kein Problem, geht natürlich. Da gibt es eine kleine Detailgeschichte. Die hat bei einer Bank das Risikomanagement zerschossen. Und keiner hat gewusst, warum. Das ist mir immer am liebsten, ja. Das taugt mir. Also dann rennen sie mal dumm und eine Studie und erklären alles fachlich, wie das fachlich ist. Ist fachlich komplett wurscht. Ja. Aber ist interessant natürlich. Ne? An der Stelle sage ich Select Stern von PG Startupple. Da kann ich in eine Tabelle reinschauen und den Tableplot messen. Ich kann zum Beispiel messen, wie viel Platz wird wirklich verbraucht und wie viel ist Luft drinnen. Ja, weil was gelöscht worden ist, weil Updates passiert sind, Insert Rollback, was auch immer. Ich kann quasi messen, wie viel Luft in der Table drinnen ist. Und in dem Fall habe ich halt 90% Füllgrad und fast keine Luft und dauert hat es 3,8 Sekunden. Jetzt kann man das halt leider nicht skalieren, indem man mehr Eisen einfügt, ne? Es gibt Fälle, wo mehr Blech nichts bringt. Also wenn du 1000 PS hast, stehst du in Wien auf der Tangente gleich schnell im Stau wie mit 50 PS. Formulieren wir es einmal. Ne?
Das heißt, was kann ich machen, dass das Ganze jetzt nur mehr 400 Millisekunden dauert? Und die Antwort ist, da ist die Zeile. Da habe ich Select Klammer Stern from Function und da habe ich Function, Komma Stern. What the fuck? Darf man das sagen auf Kamera? Okay. Der Grund ist der, an der Stelle geht das Postgres, der Parser her und expandiert das auf pgstatTuple.Länge, pgstatTuple.Count, pgstatTuple. Was auch immer. Ja? Das heißt, er expandiert das und ich habe jetzt in der Select-Clause auf einmal 9 Function Calls stehen. Function Call.Länge, Function Call.Count, TableLen, also Function.TableLen, Function. Und so weiter, expandiert es auf 9 Function Calls. Wenn ich es in der From-Clause hinten mache, gibt er den Composite-Type nach vorne und expandiert er am vorn, dann habe ich nur einen Function-Call. Jo eh. Ich glaube, die Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. Ja? Bitte? Nein, kann er nicht. Weil, was ist, wenn die Function Seiteneffekte hat? Er kann nicht. Gibt schon. Ja klar, natürlich, alles kann man irgendwie optimieren. Ja, aber das ist so eine Kleinigkeit, die nicht ganz irrelevant ist. Das habe ich öfter gesehen, das kann ein Monitoring-System über den Jordan schießen. Ne? Wenn der Call normalerweise 2 Minuten dauert, das hält es noch aus. Ne? Wenn auf einmal 20 dauert, auf einmal dauert es morgen 3-mal so lang, nicht? Weil irgendwer das umgeändert hat. Nicht? Und das sind nur 9 Spalten. Bei 90 Spalten ist natürlich entsprechend mehr. Sind das schon so Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Das passiert nämlich im Hintergrund. So wird das expandiert. Ja? Das ist alles über die Query Expression raus. So, Foreign Data Wrappers. Das ist eins von den Features, die Leute irgendwie total gern haben, dass du eine lokale Database hast, die dann halt sie von irgendwo anders Daten holt. Ja? Nennt sich dann Foreign Data Wrapper oder Remote Datenquelle oder Database Link, wurscht, wie du das halt nennen willst. Aber da habe ich mal was zusammengebaut. Ich habe mal den Foreign Data Wrapper für Postgres geladen, das heißt, wir können jetzt von Postgres aus Postgres Daten holen. Also wir haben einen Server und einen zweiten Server und wir wollen eine Tabelle von der anderen Kiste lokal sichtbar machen. Ja? So. Dann legen wir das an, ja, tralala. Dann gehen wir die User mappen, ja, alles gut. Und jetzt ziehen wir Daten. Ich sage jetzt einmal, explain, analyze, select Stern from E-Mail. Ich hole mir einfach einmal alle E-Mails darüber. Und was er tun wird, er macht einen Foreign Scan, holt sich die 10 Millionen Zeilen und es dauert 5 Sekunden. Das ist viel. Das sind nur 10 Millionen Zeilen und er braucht 5 Sekunden. Das ist richtig viel. Ja. Schauen wir mal, was wir dagegen tun können. Machen wir es einmal in 3. Die Antwort lautet Fetch Size. Wenn der 100 Millionen Zeilen von drüben holt, geht er nicht her und sagt, oh, 100 Millionen Zeilen, pack mir die bitte in RAM und dann schickst du es mir um. Dann zerreißt es die nämlich. Das kannst du nicht bringen. Das heißt, du musst die Daten stückweise holen, weil sonst geht da der RAM aus. Und defaultmäßig, was in der Regel völlig ausreichend ist im OLTP, holt er immer 50 auf einmal. Das heißt, 50 Zeilen holen, quasi gratis, ober ein Netzwerkrequest. Und das ist schon Localhost. Stell dir vor, pro 50 Zeilen 4 Millisekunden. Das sind 50 Zeilen mal 250, das ist nicht viel, ja, Zeilen pro Sekunde. Das heißt, der Netzwerk-Overhead ist wieder ein Thema. Das ist in dem Moment, wo ich ihm sage, hol bitte nicht 50 auf einmal, sondern hol bitte für die Table 100.000 auf einmal, reduziere ich die Netzwerklatenz und sogar bei Localhost bin ich jetzt fast doppelt so schnell. Wenn du echte Netzwerklatenz dazwischen ist, bist du 20 Mal so schnell. Okay? Macht einen riesen Unterschied. Ist natürlich völlig wurscht, wenn du nur eine Zeile holst, ne? Natürlich völlig egal. Ne? Aber wenn du jetzt sozusagen analytisch mehr holst, kann das so eine Live-or-Die-Geschichte sein. Ja? Nämlich wieder Netzwerklatenz, sozusagen, das sind alles so Sachen, die,
die findet man nicht. Ja, das sind dann so die typischen Sachen. Jetzt haben wir da was umgestellt, jetzt ist 7-mal so langsam. Ja klar, da sind, jetzt läuft das eine im Kubernetes und wir müssen da durch 70.000 Hops durch und auf einmal haben wir ein Problem. Okay? Das ist keine Anti-Kubernetes-Veranstaltung, bitte, ja, sondern das ist jetzt nur, weil das Latenzthema wiederkommt. Das darf man nur nicht übersehen. Ja? So, dann haben wir noch was. Indexing, Volltext diesmal. Schauen wir mal, was wir da machen können. Also, ich lege einmal ein Table an mit einem Volltext-Data-Type. Ich erkläre jetzt erst einmal, wie das funktioniert im Allgemeinen. Wenn du Zahlen suchst, dann suchst du ist gleich 3, ist gleich 5, kleiner Timestamp, irgend sowas. Wenn du im Google suchst, Panzer, ja, dann suchst du keine Website, wo draufsteht Panzer und das war's. Das war relativ fad vom Inhalt her. Sondern du suchst eine Seite, die Panzer enthält. Ja? Das ist was anderes. Nicht ist gleich 3, sondern enthält 3. Das ist eine ganz andere Operation. Ja? Was enthält die Seite? Das ist eine typische Google-Suche über einen Inverted Index. Ist ein Enthalten-Problem, kein Ist-Gleich-Problem. Kein Mensch sucht nach der URL. Ja? Anders formuliert. Das heißt, in Postgres gibt es einen eigenen Data-Type dafür, der sogenannte TS-Vektor. Da steht drinnen, in diesem Dokument gibt es die Wörter Haus, Garten und See an der Position. Ja, und das wird indiziert. Es wird nicht das Dokument indiziert, sondern sozusagen der relevante Inhalt, die Tokens da drinnen. Okay? Und jetzt tue ich da ein bisschen einfügen. Ja, ich tue ein bisschen Dummy-Text einfügen wieder und dann kriege ich halt so lustige Hashtags, die da rauskommen. Ja, einfach irgendein Inhalt, ist ja vollkommen egal welcher. So, und da habe ich jetzt folgendes Problem. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie so ein Volltextindex überhaupt funktioniert. Ein normaler Index ist relativ simpel. Coil, Seite 93, ne? Sepp, Seite 100. So funktioniert ein normaler Index. Also quasi der Eintrag und der Verweis, wo das steht in der Table. Beim Volltextindex funktioniert es ein bisschen anders. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Stichwortverzeichnis. Jetzt schlage ein Buch auf für die Älteren unter uns, die das noch kennen. Ja, das war das, die Geschichte mit dem Papier, da hat man Bäume umschneiden müssen dafür. Ja. Komplett arg. Ja. Das heißt, in einem Stichwortverzeichnis steht drinnen Haus und dann steht drinnen Seite 2, Seite 13, Seite 67, Seite 69. Ja. Dann steht Garten, Seite 9, Seite 115, Seite 500. Ja. Ein Stichwortverzeichnis. Und genau so funktioniert der Textsuchindex. Da hast du vorn quasi die Stichwörter und dann steht drinnen, bei Garten steht dann drinnen 1, 7, 9, 13, 65, 2000 und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe quasi einen Binärbaum auf Wortebene und hinten die Liste, wo das vorkommt. Also Garten 1, 3, 7, 9, 12, 22. Jetzt hat diese Struktur eine super Eigenschaft. Sie ist enorm schnell, wenn sie die Daten nicht ändern. Aber super dämlich, wenn du sie veränderst. Stell dir vor, du hast ein Stichwortverzeichnis, da steht drinnen 1, 3, 7, 9 bei Garten. Und jetzt willst du 2 einfügen. Das zerreißt die ganze Struktur. Also stell dir vor, du bist im Stichwortverzeichnis Seite hinten drinnen und willst einen Eindruck einfügen. Da verschiebt sie alles. Klaro? Das ist schlecht. Ja, das ist der sogenannte Write Amplification, dass ein Schreibzugriff unglaublich einen Rotzenschwanz hinten nachzieht. Und genau das passiert. Das heißt, was man dafür verwendet, ist die Müllhalde. Das heißt, man baut einmal seinen Volltextindex auf, dann ist der in Ordnung und quasi, wenn dann eingefügt wird, anstelle das da irgendwie reinzuzwicken, da irgendwie da hinten, was man die komplette Struktur zerreißt, lege ich es quasi mal auf die Müllhalde. Ich füge es einmal auf die Müllhalde ein und tue dann nicht einzelne Zeilen da oben einflicken, sondern ich flicke das quasi im Millionenpaket ein. Ne? Das zuerst einmal auf die Müllhalde, ne? Das mal verschieben dann, aber dann sozusagen im großen Paket den Index updaten. Das ist diese Fast-Pending-List da unten. Ja, Gene-Pending-List heißt die. Und das hat jetzt natürlich ein paar Implikationen. Nämlich, wenn ich jetzt zusätzlich da oben 2 Millionen Zeilen einfüge, dann dauert es auf einmal 9 Millisekunden, weil der muss den Index scannen
Aha, da ist der Eindruck und dann aber noch sequenziell die komplette Müllhalde lesen. Got it? Weil er sie nicht gleich einsortiert. Das führt jetzt dazu, dass sie das Ganze haben kann in 0,09 Millisekunden oder in 9 Millisekunden, abhängig davon, wie lang die Müllhalde ist. Und die Müllhalde wird bereinigt von Vacuum. Das heißt, Vacuum tut nicht nur Leichen aus der Tabelle holen, Vacuum wird dir auch bei einem Volltextindex die Leichen einsortieren, die noch nicht richtig im Index sind. Das ist in Summe effizienter, als das gleich da rein zu pflegen und die Struktur zu knallen. Das heißt, du wirst jetzt, wenn du deine Applikation in Betrieb nimmst, super cool, 0,1 Millisekunden Antwortzeit, wir sind die Besten. Nicht? Drei Wochen später leitet ans Telefon und warum dauert alles 8 Millisekunden, wir haben eh nichts gemacht. Nicht? Dann macht der Consultant Vacuum und auf einmal ist es wieder schnell. Voll cool, oder? Okay? Das heißt, man muss bei Tabellen, wo Volltextindex ist, dabei sein, ein bisschen eine andere Vacuum-Policy fahren, weil du diese Updates im Griff haben musst. Jetzt hat Volltextsuche einen riesen Vorteil. Meistens ist es auf historische Daten. Ein Gesetzestext ändert sich nie. Ja, also du schreibst heute 20 Jahre auf Mord, ne? Strafgesetzbuch. Wann kommt denn da die nächste Reform? In 140 Jahren. Das heißt, es sind relativ statische Daten. Das ist jetzt nicht wie ein Kontostand oder sowas. Ja? Ein Text, ein Vertrag, das ist ja alles fürchterlich statisch. Ja? Das deutsch-österreichische Doppelbesteuerungsabkommen, der das geschrieben hat, der ist schon gestorben, reinkarniert und wieder gestorben. Ne? Also das ändert sich ja nicht. Da steht, das ist eine ganz lustige Formulierung, das 13. vom 100. steht da drin, ausgeschrieben. Ja? 13% für den Normalsterblichen. Ja? Also allein, wer das geschrieben hat, der hat eine Ausbildung gehabt in lustig schreiben oder so. Ja? Also das ist anders nicht zu erklären. Ich meine, stell dir vor, du gehst zu dem Autohändler und sagst, hey, bitte 5 vom 100. Discount. Ja? Da frage ich, ob es den Hirn geregnet hat. Ne? Ja? So. Also so kann man das beschleunigen. Ja, und das wäre auch schon die Zusammenfassung. Ups. Gibt es Fragen zum Thema? Ja. Ja, ich meine natürlich... Mein Problem ist, ich wollte natürlich jetzt für die Folie da oben natürlich jetzt synthetische Daten generieren. Normalerweise hast du da hinten halt mehrere Einträge, 1, 3, 7, 12 etc. Aber das Einsortierproblem ist dasselbe. Also der Effekt wäre dasselbe, dann steht halt 0,1 Millisekunden statt 7 oder so. Aber der Effekt wäre der gleiche. Ich meine, das ist natürlich jetzt sagen wir mal, so nicht der übliche, die übliche Vorgehensweise, außer du tust MD5 hacken oder so, ja. Was ja auch durchaus schon ein recht bekannter Sport ist. Ne? Vom Team. Der Hash. Achso. Achso, ja. Ich habe irgendwas genommen. Ich habe einen englischen Hash genommen, ja, um die Hacker zu verwirren. Ja. Warum? Es gibt eine Volltextsuche, ist sprachabhängig. Ja. Und auf Deutsch hat keinen Wert. Such nach und. Was gedenkst du, dass da rauskommt? Nicht? Und auf... Weiß ich nicht, Armenisch kennt vielleicht schon was heißen. Ne? Ja. Also geht es darum, sozusagen, die Sprache sagt man, was abgelegt wird, was beim MD5-Hash natürlich völlig wurscht ist. Ne? Da gibt es eine ganze Menge. Was ungefähr 2 Stunden dauern wird, jetzt, um die Frage zu beantworten. Ja, ich weiß nicht, wie es mit dem Rest ausschaut, ne? Dann prügeln sie mich wahrscheinlich raus dann um 6 oder so. Schon okay. Sonstige Fragen zum Thema? Ja, das wäre so ein kleiner Überblick, über was man so alles machen kann. To wrap up. Netzwerklatenz ist nicht gratis und ist meistens wesentlich teurer als alles andere. Das wird völlig unterschätzt. Ja? Zweite Sache ist, Speicherung macht einen Unterschied. Hast du nur die halben Daten, dauert das Lesen nur halber zu lang. Nur so mal als Ansatz. Ja.
Nächste Sache, ich kann natürlich auch bei der Indizierung ein bisschen was machen, indem ich Klarna mache, andere Index-Types und so weiter. Dann gibt es bei Composite-Types eine ganze Reihe Möglichkeiten. Dann kann ich bei Foreign-Data-Wrappers ein bisschen was machen. Dann kann ich bei Volltext-Indizes ein bisschen was machen. Ja, und Teil 2 gibt es nächstes Jahr. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön und schönen Nachmittag.